Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon. Wir spielen weiter Shinran Kagura Bon Appetit. Wir sind im zweiten Teil von Dadochis Story und ich habe sie umgezogen. Und interessant ist, bei dem Outfit, das ich da gewählt habe, haben sich ihre Haare von allein geändert. Das war nicht ich. Und das fand ich gut und darum machen wir das. Auch wenn sie dadurch mehr Klamotten anhat. Meine nächste Beute ist ein Tintenfisch. Ich habe alles gehört. Du hast versucht, Hibari zu essen. Und warum interessiert dich das? Ich habe noch nicht mal ein Hibari gekostet. Selbst wenn du mein höherstufiger bist, kann ich dir nicht vergeben. Oh, was für ein lebendiger Tintenfisch. Das wird eine saftige Mahlzeit. Unterschätze mich nicht, nur weil du denkst, dass ich ein Tintenfisch bin. Ich zerstöre dich mit meinen Tentakeln. Tentakeln? Die Gedanken machen mich ganz aufgeregt. Versuch dein Schlimmstes. Irgendwie klingt die doch so ein bisschen wie Riona. Wenn immer ein immer dann, wenn ein Löwe einen Tintenfisch jagt, geht's kein Risiko ein. Ich werde dich mit jeder Faser meines Seins jagen. Es gibt kein Warten, bis du getrocknet bist zum Essen. Nein, ich werde dich roh essen. Ja, immer dann, wenn ein Löwe einen Tintenfisch jagt. Alltägliche Dinge. Erlaubt mich, diese Tintenfischbeine zu essen. Diese Beine sind nicht fürs Essen gedacht. そうだ。
Schnauze! その程度の味か。完全無欠。見るんじゃない。Ich habe gewonnen. Unglücklicherweise. Jetzt mach schon und ess mich. Du akzeptierst dein Schicksal? Resolve? Ist Resolve nicht sowas wie Widerstand? Na, deine Entschlossenheit ist bewundernswert. Wie auch immer, ich werde dich nicht essen. Warum? Eine wirkliche Jagd zeigt das Überleben des Stärkeren. Einfach gesagt, aber das ist nicht, wonach ich suche. Ich suche das Zusammentreffen zweier Leben. Nicht unter Schwächling, aber Stärke gegen Stärke. Einander schärfen. Das ist, was ich mir wünsche. Das ist die wahre Bedeutung meiner Jagd. Und darum hat sich mein Zweck hier erfüllt. Mich, meine eigene gegen deine Stärke zu testen. Meine eigene zu verbessern. Das war bewegend. Kein Wunder, dass sie dich die legendäre Oberstufen-Tussi. Seniorin klingt so falsch, ne? Das ist auch nicht damit gemeint. Nennen. Nun denn, es ist Zeit, meine nächste Beute zu suchen. Ich wünsche mir einen Krieger, der stärker ist als ich. Und wer wird's sein? Wer wird's sein? Oh. Daidoji? Was ist das für ein Gefühl? Ich kann etwas fühlen. Ja, tief in mir. Okay. Ich verstehe. Du warst der Drache die ganze Zeit. Ah, macht Sinn, weil Katsuragi hat ihre ganzen Moves auch immer irgendwie so Drachenzahn und so genannt. Nun, Beschützer ist der Drache. Deins ist der Tiger, richtig? Nun, das wird spaßig. Ich habe dich endlich gefunden, wilder Drache. Ich werde dich besiegen. Du wirst und du wirst meine Stärke füttern. Ich weiß nicht. Ich verliere nicht so einfach. In der Tat. Ich würde es auch gar nicht anders wollen. Das ist, wonach ich so lange gesucht habe. Und jetzt zu einem furchterregenden Kampf. Drache gegen Tiger. Es ist endlich Zeit, einen Drachen zu testen. Was? Wirst du mich essen oder sowas? Also, to sample the taste, also den Geschmack eines Drachen zu testen, so. まさかそれが全力ではないだろうな。行けぞ我が忍びを見よ。
まさかそれが全力ではないだろうな。 Das muss hier mal ganz geschmeidig laufen. Ah, guck mal. Ich habe gerade nachgeguckt, Daidojis Background, und der ist Kanon mit den Anime, weil das ist ja nicht immer so. Und Rin ist diejenige, die sie besiegen will. Also die waren früher in einer Stufe, Rin und sie. Und Daidoji war zwar stärker, aber war trotzdem nie in der Lage, Rin zu besiegen. Und hat dann geschworen, dass sie Rin einmal schlagen wird. Einmal, dass Rin zugeben muss, dass sie verloren hat. Das Ding ist aber, dass Rin dann auf eine Mission gegangen ist und da angeblich gestorben ist. Was, sie ist nicht gestorben, sondern dann hat sie die Shinobi-Akademie, die böse Akademie, da wurde sie dann Lehrerin, ne? Aber das ist Sache von Anime. Ich will auch, guckt euch den an, wenn es euch gefällt. Wenn euch die Senran Kagura-Serie gefällt, dann guckt euch den Anime an. Es gibt 2 Staffeln bisher. Und die sind auch nicht sonderlich lang. Ich glaube, das sind jeweils 12 Folgen. Ich habe endlich einen Drachen gejagt. Du wärst nicht legendär, wenn du solche Sachen nicht tun würdest. Ich habe verloren. Fair und fair halt. Nein, es wäre keine Überraschung, wenn einer von uns gewinnen würde. Katsuragi, du bist gewachsen. Danke. Das bedeutet mir eine Menge, wenn es von dir kommt.
Also, was machen wir jetzt? Jetzt? Nach einem Drachen, was ist deine nächste Beute? Eine faire Frage. Um die Essenz des Jagens zu meistern, muss ich weiterkämpfen. Aber was kann ich als nächstes jagen? Eine wilde Bestie ist stärker als ein Drache. Ah, und was ist... Was, wenn du es mir sagst? Was soll ich jagen? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Zeig dich! Die Spur von meiner nächsten Beute führt mich in die Tiefen des Amazonas. Katsuragi hat gesagt, dass diese Beute nicht dort ist, wo Menschen sind. Es wurde nie auf Film gefasst. Und die einzigen Hinweise, die wir haben, die einzigen Hinweise zu seiner Existenz, kommen von Gerüchten und Flüstern, das jahrelang her ist. Seine Länge ist irgendwo zwischen 5 und 10 Meter. Es hat einen langen Hals und einen Schwanz wie eine Schlange. Und benutzt seine vier Beine, um Bäume umzustürzen, während es sich vorwärts bewegt. Was könnte das sein? Die Vorstellung allein lässt mein Blut kochen. Es gibt keine anderen Gegner wie es. Das wird ein Kampf, an den man sich erinnert. Aber trotzdem habe ich schon tagelang gesucht und keinen einzigen Hinweis gefunden. Wo bist du? Mokele Mbembe. Mokele Mbembe. Das ist der Name meiner nächsten Beute. Sein Name ist auf den Schultern von Kryptozoologen fern und weit. Es gibt kein anderes wie es und auf der Liste der unidentifizierten mysteriösen Tiere. Alter, gucken wir uns das mal an. Gibt es das echt? Also natürlich nicht echt, aber... Mokele... Gibt es tatsächlich. Lass mal gucken. Aha. So eine Art Nessie? Nur auf vier Beinen. Dinosaurier-like. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Doch, ihr seht's. So ungefähr. Interessant, kannte ich nicht. Katsuragi hat von seiner Existenz in einen Sportnachrichtenartikel erfahren. Es interessiert mich nicht, ob es nur ein doofes Gerücht ist, quasi. Also, egal wie viele Jahre es dauert, ich werde weiterhin den Amazonas durchstreifen. Nur um gegen ihn bis zum Tod zu kämpfen. Mokele Mbembe. Warte auf mich. Okay. Nun, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Senran Kagura. Bon Appetit. Zwei Stück haben wir noch vor uns. Und dann war's das. Bis zum nächsten Mal.